Reporterin an einem Skirennen sein. Das hat unsere Kinderreporterin Tanne erlebt und müssen merken, das ist gar nicht so einfach. Hallo, Sie, Gino! Ob es denn für ein Interview reicht, das erfährst du gerade und du lernst Amaya kennen. Sie wohnt zu Wengen, gerade neben der Piste und ist grosser Skifan. Der hat 2 Autogramme, das ist mein Liebling. Das sind deine Themen in der SRF Kids News. Ich hoffe, du bist richtig gut ins neue Jahr gestartet und bist auch schon wieder so im Schuss wie unsere Skirennfahrerinnen und Skirennfahrer. Vielleicht geht es für dich ja einmal noch auf die Piste, in die Skiferien oder auch in ein Skilager. Ja, und was wäre das alles ohne Schnee? Ziemlich langweilig, oder? Und genau darum habe ich dir eine Quizfrage zum Thema Schnee. Wie viele Ecken hat ein Eiskristall? A. 6 oder B. 8? Die Lösung findest du auf jeden Fall noch in dieser Sendung raus. Egal ob auf oder neben den Skipisten, unsere Skirennfahrerinnen und Skirennfahrer haben sie in diesen Tagen besonders streng. Nach ihren Rennen geben sie nämlich gerade einen Haufen Interviews. Die SRF Kids Kinderreporterin Tanna, sie hat sich auch unter die Medienleute gemischt. Schauen wir mal, mit welchen Stars sie ein Interview können machen konnten, zwingen nach dem Super-G-Rennen. Jetzt müssen wir Tattoo roden. Die erste Aufgabe von Hanna ist es, ein Plätzchen in der sogenannten Mixed Zone zu finden. Dorthin kommen die G-Stars nach dem Rennen Interviews geben. Also ich habe das Gefühl, das ist ein guter Platz. Momentan ist Hanna noch allein. Aber kurz bevor das Rennen anfängt, stehen ganz viele andere Journalistinnen und Journalisten neben ihr. Die sind heute Hanna ihre Konkurrenz. Alle Deutschschweizer und Athleten kommen dann da hin und dann muss man einfach schnell sein mit den Fragen stellen. Meinst du, kannst du das? Ja, das schaffe ich, wenn du schnellst. Damit Hanna sich gut durchsetzen kann, neben all diesen erfahrenen Medienleuten, holt sie sich, bevor es losgeht, noch ein paar Tipps. Manchmal gibt es so Situationen, wo du ein bisschen unsicher bist, ob du jetzt gerne das Richtige machst. Und ich tue mir dann einfach so vorstellen, dass ich es kann, dass ich weiss, was ich möchte. Gute Vorbereitung, viele Fragen aufschreiben. Immer gut informiert sein, wie die Leute aussehen und wie sie heissen. Mit diesen Ratschlägen im Sack geht's los. Über 3 Sekunden, das ist ja mega viel! Zweiter Rang derzeit für Marco Odermann. Jetzt sind wir auf ein paar runtergegangen und ich glaube, die Fahrer sind dann, glaub, zuerst so führen zu SRF Sport und so ORF und so. Und ich glaube, nachher kommen wir zusammen dahinter. Jetzt gilt es ernst. Die ersten Fahrer kommen. Gino, müssen wir nach so einem Rennen wie heute, dass wir morgen nochmal eine neue Chance haben? Morgen bin ich nicht am Start. Nur ein Super-G, aber nein, sehr schade. Ich will einen guten Super-G zeigen. Ich habe mich sehr gefreut auf den. Ist sicher einer von meinen Favoriten. Was? Hallo, Sie, Gino. Es ist schwierig, weil du willst etwas sagen und dann sagt schon wieder jemand anderes etwas. Wo dann der Marco Odermatt vorbeikommt, ist es besonders schwer. Ja, also es ist der zweite Platz. Das ist sehr, sehr gut und darum bin ich heute auch sehr zufrieden. Alle wollen ihm Fragen stellen und die Skifahrer sind nur etwa 2 Minuten rum für Fragen. Und dann gehen sie auch schon wieder weiter. Der Plan für nächstes Mal, gerade am Anfang, ich muss gerade am Anfang fragen, dann klappt es hoffentlich. Wie fühlt es sich so an, wenn man hier in das Ziel fährt? Es ist immer ein schönes Gefühl. Es ist, Leute sind immer so supportive. Wie bereiten Sie sich auf morgen vor? Ja, gut schlafen, viel essen, viel trinken, alles okay. Jetzt ist Hanna als Sportjournalistin voll da. Wie fühlt es sich so an, wenn man hier ins Ziel fährt? Ja, es ist schon sehr schön, in die Schweiz zu fahren, in Gesamt. Es ist sehr schön, Adelboden, Wengen sind Erinnerungen für mich, für das ganze Leben. Aber, und vor allem als Schweizer, ich denke, es ist noch etwas Spezielles.
Und, aber ich möchte schon einmal hier ins Ziel kommen mit Bestzeit und dann, das wäre noch schöner. Es ist so erleichterig, so, du weißt, du hast es geschafft und das ist schon noch cool. Super gemacht, da hat Hannah also wirklich ganz viel Mut bewiesen unter all diesen Medienleuten. Wenn auch du Lust hast, um mit uns und mit dem Mikrofon unterwegs zu sein, dann bewirb dich doch auf srfkids.ch als Kinderreporterin oder als Kinderreporter. Du hast es gesehen. Zwingen im Berner Oberland ist an diesen Lauberhornrennen so richtig viel los. Viele Leute reisen extra dorthin und feiern ein grosses Skifest. Wie ist es echt, wenn man dort wohnt? Das weiss Amaya. Sie nimmt dich mit zu ihrem Heim. Sie wohnt nämlich mitten in einer Berglandschaft. Hier in Wengen ist Amaya aufgewachsen. Hallo, willkommen in unserem Heim. Und wenn man in so einem Bergdorf wohnt, kommt man um den Schneesport eigentlich gar nicht rundherum. Also bei uns, wenn man auf dem Balkon oder hier ist, bei der Bank, kann man eigentlich immer auf die Skipiste schauen. Natürlich fährt Amaya auch selber Ski. Sie ist sogar im Skiclub Wengen. Das ist also mein Renndress. Der hat 2 Autogramme von Smith und Sennheiser. Da bin ich bei jedem Rennen. Bei all diesen Rennen und Events hat es natürlich auch schon die ein oder andere Begegnung mit den Skistars gegeben. Das hier ist mein Autogrammheft. Da habe ich eigentlich schon 4 Autogramme. Hier sind 2. Hier auch noch. Und hier Marco Odermatt. Ich habe am meisten Freude von Marco Odermatt, weil er eigentlich mein Lieblings-Skirennfahrer ist. Auch heute Abend wird Amaya wieder einem Skirennfahrer begegnen. Sie darf nämlich für das Rennen am nächsten Tag die Startnummer auslosen. Wer das sie überkommt, weiss sie noch nicht. Wenn Skirennfahrer oder Skirennfahrerin da sind, das bedeutet mir viel. Ich hoffe mir heute Abend, dass ich Marco Odermatt sehe. Die grosse Schwester hilft noch die Frisur machen und dann geht es auch schon los. Was auf dem Weg natürlich nicht fehlen darf, etwas, wo man damit den Schneehang durchabrutschen kann. Hinter der Bühne steigt die Nervosität langsam. Amaya 11, Fabio 12. Der Nachwuchs von Wengen Siglo. Amaya, ihre Nummer, wird als erstes gezogen. Und zwar vom Österreicher Raphael Haser. Nicht ganz der, den sie sich erhofft hat. Ich habe Raphael Haser gezogen. Ja. Und ist nicht gerade mein Liebling. Einen kleinen Lichtblick gibt es aber. Nämlich ein Autogramm und ein Foto mit dem Justin Murisier. Und die Autogramme scheinen auch recht beliebt zu sein. Danke! So gut, zum Glück hat es doch noch gelangt für ein Autogramm für ihre Sammlung. Wenn die Schneeflocken vom Himmel tanzen, das ist wirklich einer meiner Lieblingsmomente im Winter. Sicher ist da auch schon mal eine Schneeflocke auf den Händchen geflogen und du hast dann die Schneeflocken genau angeschaut und gemerkt, das sieht aus wie ein Kunstwerk. Doch wie entsteht eigentlich so eine Schneeflocke? Das finden wir jetzt zusammen raus. Anna und ihre Freundinnen und Freunde freuen sich riesig. Denn heute ist es soweit. Es schneit. Unzählige Schneeflocken fallen zu Boden. Damit eine Schneeflocke entstehen kann, braucht es eine sehr kalte Wolke. In dieser müssen eisige Temperaturen herrschen. Am besten bilden sich darin die Schneeflocken, wenn es in der Wolke zwischen minus 5 und minus 20 Grad kalt ist. In dieser Wolke schweben ganz winzige Wasserteilchen und Staubkörnchen herum. Diese Staubkörnchen helfen mit, damit überhaupt ein Eiskristall entstehen kann. Und das funktioniert so. Wenn es genug kalt ist, dann verbinden sich die Wasserteilchen mit den Staubkörnchen. Es sind dann immer 6 Wasserteilchen, die sich an einem Staubkörnchen festfrieren. So entsteht ein winziger, sechseckiger Eiskristall. Mit der Zeit werden die Eiskristalle größer.
denn nach und nach frieren immer mehr Wasserteilchen an den Sechsecken des Kristalls fest und so wächst dieser immer mehr. Weil die Temperatur und die Anzahl der Wasserteilchen in der Wolke nicht überall gleich sind, wachsen die Eiskristalle in ganz unterschiedlichen Formen heran. Wenn die Eiskristalle gewachsen und schwer genug sind, fallen sie zu uns auf die Erde. Sie wachsen auf diesem Weg weiter und verhaken oder verkleben sich ineinander. So entstehen die Schneeflocken, die Anna und ihre Freundinnen und Freunde sehen. Übrigens, jeder Eiskristall hat seine eigene Form und ist einzigartig. Das heißt, auch wenn Millionen davon vom Himmel fallen, keiner sieht aus wie der andere. Alle Schneeflocken sehen anders aus. Aber etwas haben sie gemeinsam. Die richtige Antwort ist A. Eiskristalle haben sechs Ecken. Beim Skifahren oder beim Schlitteln, jetzt kannst du deinen Gespähnchen und auch deiner Familie richtig viel erzählen rund um den Schnee und auch zu den Skirennen. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine super Winterzeit und freue mich, dass wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder sehen. Und dass du es dann nicht verpasst, abonnierst am besten unseren Kanal. Mach's gut und bis dann!